In den nächsten Videos kümmern wir uns um die Ausatmung oder um den gesamten Ausatmungsprozess. Wir gehen ja immer davon aus, dass eine schlechte Atmung immer mit der Einatmung zu tun hat. Aber wenn wir die alte Luft, den CO2-Gehalt nicht mehr rauskriegen aus dem System, können wir auch nicht mehr gut einatmen bzw. das System mit neuem und frischem Sauerstoff versorgen. Also manche Problematiken entstehen eher durch schlechte Ausatmungsqualitäten als durch Einatmungsqualitäten. Und du kannst dir das Ganze so vorstellen, dass bei der Einatmung es eigentlich mehr um die Öffnung, um die Breite geht und bei der Ausatmung geht es ums komplette Gegenteil, um eine Komprimierung. Das ist wie bei einer Zahnpastatube, bei der du das letzte Restchen Zahnpasta noch rausdrücken möchtest. So ungefähr stellen wir uns das jetzt auch vor. Und die Muskulatur, die da unterstützend tätig ist, ist unter anderem unsere Bauchmuskulatur. Normalerweise, wenn wir die Einatemmuskulatur locker lassen, ist diese Ausatmung ein automatisch generierter Prozess. Durch die Schwerkraft werden wir allein schon komprimiert. Aber die Muskulatur nutzen wir jetzt ganz bewusst, um den letzten Rest, das letzte Lüftchen noch aus uns rauszuholen. Wir haben mal die Bauchmuskulatur aufgeklebt. Hier sind mehrere Bauchmuskeln aktiv, nicht nur die gerade, sondern auch die schrägen. Und der René hat jetzt folgende Aufgabe. Nach seiner vollen Einatmung versucht er jetzt mit der Ausatmung die Bauchmuskulatur zu aktivieren und anzuspannen. Diese sitzt unter anderem am Brustbein und am Schambein und wir versuchen diese beiden Punkte zusammenzuführen. Er rollt sich also mit der Ausatmung ein. So, das können wir jetzt Ganze mal ausprobieren. Genau, nimm mal die Hände seitlich auf die Rippenbögen. Atme tief ein. Und jetzt erzeugst du zusätzlichen Druck mit deinen Händen, drückst den Brustkorb zusammen, nach unten in und atmest aus, 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 aus. Und am Ende rollt er sich ein bisschen ein. Sehr schön, bis keine Luft mehr drin ist. Super, jetzt sieht man auch, wie das Tape erschlafft, die Spannung ist raus. Dann wieder einatmen, locker und entspannt. Und wieder ausatmen, den Brustkorb mit den Händen zusammendrücken, nach unten in. Das Tape erschlafft wieder. Super, ein wenig einrollen und wieder ein, Brustkorb öffnen und versuch wirklich diese Spannung der Bauchmuskulatur zu fühlen, wenn du auch ausatmest, dass die Muskeln sich richtig aktivieren. Hier muss man ein bisschen aufpassen, dass die Ausatmung nicht zu schnell passiert, weil wir sonst anfangen zu husten und schlecht oder schwindelig werden kann. Deswegen versuch auch bei der Ausatmung das Ganze etwas lang zu ziehen und langsam auszuatmen. Gerade bei Asthmatikern kann das schnell zu Hustenreiz oder zu Schwindel führen. Deswegen da etwas vorsichtiger sein. Gut, da kannst du auch ungefähr 10, 15 Wiederholungen machen und bist damit sehr gut bedient. Als nächstes gucken wir uns einen Muskel oder eine Muskelgruppe an, die für den oberen Teil des Lungenflügels zuständig ist, um die Ausatmung zu unterstützen. Die sitzt unter dem Brustbein und heißt Transversus Thoracis.